Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deiner ganzen Seele, mit all deinen Gedanken und mit all deiner Kraft. Das ist das wichtigste Gebot. Und Jesus Christus fügt ihm hinzu, und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wenn wir Liebe zeigen, dann geschieht das oft durch Worte, durch Gesten, Geschenke, vor allem aber durch Berührung und Gemeinschaft. Gerade frisch Verliebte können oftmals die Finger nicht voneinander lassen. In Zeiten von Corona sollten wir aber darüber nachdenken, wie zeige ich meine Liebe? Wir sollten nicht zum Risiko für andere werden, indem wir uns trotz den Anweisungen von den Kommunen, Ländern einfach mit den Menschen treffen, jetzt wo wir Zeit haben und uns treffen könnten, sondern wir sollten überlegen, wie kann ich den Menschen meine Liebe zeigen, ohne dass ich sie in Gefahr bringe oder sogar auch mich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Bringen wir uns einander nicht in Gefahr, indem wir uns weiterhin auf Parkplätzen gemeinsam treffen. Bringen wir einander nicht in Gefahr, indem wir Corona-Partys feiern, sondern nehmen wir wahr, dass die Liebe zu uns, dass die Liebe zum Nächsten, dass die Liebe zum Gott zusammengehört und eine Verantwortung trägt. Suchen wir neue Wege, diese Liebe zu zeigen. Beten wir gerade für die Menschen, die ihren Lieben jetzt vielleicht sagen müssen, dass sie mit Corona infiziert sind. Ich glaube, das fällt vielen schwer. Ich glaube, das ist in unserer Gesellschaft tatsächlich mit einem Makel belegt, obwohl das völliger Quatsch ist. Niemand infiziert sich gerne extra mit einer Krankheit und niemand verteilt sie weiter. Beten wir für die, die infiziert sind. Beten wir für die, die es weitersagen müssen. Beten wir aber auch für die, die es einfach nicht kapieren, dass man seine Liebe in diesen Zeiten vielleicht mal anders zeigt. Bleib dran, bleib keine Risikoträger, sondern Hoffnungsträger.